Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein TTE 485. Das Ding soll rein. Da werden wir noch ein paar Änderungen für machen müssen. Das Ganze teilen wir in drei Videos auf. Turbolader-Einbau mit ein bisschen Erklärung kommt jetzt hier. Dann kommt der zweite Teil, quasi das Schlüsselelement für diese Leistung, kommt auf dem Kanal von SAR Turbotechnik. Und dann, wie viel Leistung der Wagen mit dem kompletten Setup jetzt wirklich drückt, kommt dann halt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Ja, genau. Schön, mal wieder hier zu sein. Genau. Ja. Wirklich. Lang nicht gesehen. Ja. Ja, was machen wir? Wir bauen jetzt erstmal den alten Turbolader aus, bauen den neuen ein. Dazu kommen dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Erklärungen dazu. Thema Einbau, Erstversorgung vom Öl und so weiter und so weiter. Mhm. Nochmal ganz kurz. Ich sagte ja, ist ein TTE 485. Ist ein Lader, der normalerweise auf der Basis von einem IS 20 basiert. Ich habe ja jetzt aktuell einen IS 38. Ich finde das geil, wenn ich mit Fachwörtern so um mich schmeißen kann. Ja, da habe ich auch gerade noch dran gedacht. Ich bin erstaunt. Gut auswendig gelernt alles. Da hatte ich gerade auch noch dran gedacht, dass du mir das ja noch gestern erzählt hast, dass der auf einer anderen Basis, sage ich mal, aufgebaut wird. Ja, genau. Oder gebaut ist der Lader jetzt. Mhm. Und da könnte man vielleicht einmal auf das Thema eingehen, sage ich mal, IS 20, IS 38. Wo ist welcher Lader verbaut, Sascha? Vor-Facelift IS 38 und Facelift IS 20, glaube ich. Der IS 20 ist hauptsächlich GTI-Basis. Ja, ja. Das heißt, die kleineren Modelle. Ab dem Clubsport oder R-Modell gab es dann den IS 38. Genau. Werden sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, warum rüstet er von IS 38, den er jetzt drin hat, weil wir haben ja den R-Motor, den Clubsport-Motor da drin, der eigentlich einen IS 38-Lader hat. Werden sich jetzt natürlich fragen, warum rüstet er jetzt um auf den IS 20? TTE hat sich Folgendes dabei gedacht, dass der Lader vom Ansprechverhalten her etwas schnelleren Spool hat als ein IS 38. Und darum ging es jetzt nicht auf Endleistung, was natürlich ein IS 38, da gibt es ja den TTE 55, 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 55
das kann schon mal sein, wenn man eine Abgasanlage ändert, dass da ein bisschen mehr Leistung rauskommt, als was vorher gewesen ist, alleine wegen dem Gegendruck. Ne? Mhm. Du bist ja vorher die Serien-Clubsportanlage gefahren. Ganz normal GTI-Abgasanlage, genau. GTI, genau. Mhm. Und dann kann das schon mal sein, ne? Weil die GTI hat ja nur, ich glaube, 55 Durchmesser und wenn der Abgasdruck geringer wird, natürlich hat man dann den Vorteil, dass da mehr Druck nachher durchgeht. Mhm. Die Software kann da auch hinterher regeln, so ist es nicht, aber in gewissem Maße nur. Ne? Mhm. Also was denkst du denn, also weil viele dann gesagt haben, das kann gar nicht sein, auch bei diversen Instagram-Posts, wo ich dann auf die 423 angesprochen habe, hieß es, das würde der IS38 niemals schaffen. Doch, doch. Denkst du auch, ne? Ja, wenn die Wetterverhältnisse, also wenn jetzt, sagen wir mal, es ist schön kalt auf dem Prüfstand gewesen, die Ladelufttemperatur war ziemlich niedrig gewesen, höherer Sauerstoffanteil, die Software an sich kann es, ne? Mhm. Sie ist ja nicht nur geschrieben bis zu dieser, sondern es kann ja auch mal sein, dass man da 0,1 oder 0,2 Bar mehr auf einmal hat, weil das besser verdichten kann. So, wenn man dann noch nachher eine Abgasanlage hat, die weniger Gegendruck bietet, kann das Abgasvolumen ja auch besser ab. Das heißt, die Westgate-Regelung an sich, wenn sie eine feste Regelung zum Beispiel ist, dann regelt sie ja immer noch, als hättest du geschlossen. Mhm. Wo du das gerade sagst, ich habe, wenn ich jetzt Gas gebe und gehe dann wieder vom Gas, also ich latsche einmal voll rein, Lader kommt und gehe dann sofort wieder vom Gas, drückt der nochmal richtig nach? Mir wurde gesagt, dass das heißt, dass jetzt schon das Racegate zu klein ist. Das kann möglich sein, ja, dass das Abgasvolumen schon zu hoch war. Da habe ich schon manchmal auf so manche Verkehrsinseln ein bisschen mehr achten müssen, weil er dann trotzdem noch gerade ausschiebt. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dein Gaspedal und Drosselklappe machen nicht ein und dasselbe. Das Gaspedal, was du betätigst, ist erstmal ein Wunsch. Mhm. Na? Ob das Steuergerät das nachher umsetzt, weil ihm irgendwas noch nicht passt, ist eine dahingestellte Frage. Ah, okay, verstehe. Ne, das heißt, es kann sein, dass du runtergehst, aber er merkt, hat die Luft noch nicht weg, dann lässt er die Drosselklappe noch ein Stück offen. Mhm. Ne, okay. Sonst würde er dann gegen den Lader wieder drücken und es würde dieses Flattergeräusch kommen. Mhm, okay. Und das will man verhindern. Ja. Das habe ich eben noch vergessen. Hier ist natürlich, seht ihr jetzt natürlich nicht, ein Wagner Ladeluftkühler drin und eine Sachs Performance Kupplung ist hier auch drin. Und soweit ich gehört habe, Das Getriebe, was ich hatte ja im Motorpaket gekauft, ne? Nochmal zur kleinen Erinnerung, ich hatte ein Motorpaket gekauft und habe das DSG dann verkauft. Ich bin schon lange keine Kamera mehr im Gesicht gehabt. Ich habe jetzt herausgefunden, was mit dem DSG passiert ist. Und zwar soll das jetzt in einem Golf 2 reinkommen. Das gefällt mir. Ja, mir auch. Ja, die Paderborner Jungs, zum Beispiel Bobba, glaube ich. Bobba fährt nämlich auch DSG bei sich drin. Er hat zwar auf Allrad, aber das fährt schon echt schön mit knapp 1233 PS oder so hat er. Oh, krass. Ja. Ja, hier ist noch kein Allrad drin. Was heißt noch? Also hier ist kein Allrad drin. Und deswegen ist es auch nur als Clubsport eingetragen. Genau. Ja. Deshalb musste auch das Clubsportgetriebe rein. Genau. So, das ist auch einer der Gründe, warum dein Dieselgetriebe damals nicht rein durfte, weil es dann einfach mit der Euronorm, also Abgasnorm, nicht funktioniert hätte. Ja. Dann hätte man ein komplett neues Abgasgutachten fahren müssen und das wäre kostentechnisch explodiert. Ja. Ne? Okay. Gibt es irgendwas bei dem Turbolader-Ausbau jetzt zu beachten? Ja, was gibt es zu beachten? Die Teile sind alle schon mal heiß geworden. Man sollte die Stehbolzen, wo der Turbolader am Kopf festgeschraubt ist, schon mal jetzt vorab mit WD-40 oder einem Schmiermittel halt oder ein Kleidöl schon mal vorher einsprühen, dass man da nicht irgendwie sich nachher einen Bolzen abreißt. Mhm. Ich lasse vorher immer das Wasser ab, dass ich da nicht so viel Schweinerei überall habe. Mhm, verstehe. Im Prinzipiell gibt es da gar nicht so viel. Man muss es halt mit Vorsicht genießen, dass man keine Teile kaputt macht, dass man sich nachher wesentlich mehr Arbeit schafft. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, kriegt ihr jetzt einen Zeitraffer, wie das Ding ausgebaut wird und hinterher gucken wir uns mal den Lader an, ob er noch gut ist, was er mitgemacht hat. Genau. Und ob du so guten Gewissen wieder irgendwie jemand anderen geben kannst. Ja, das stimmt. Okay, dann geht's los. Bring me back to reality.
Das ging wirklich, wirklich fix. Wie lange hast du gebraucht? 25 Minuten. Krass, wirklich krass. Da ist das gute Stück. So, jetzt fangen wir nur an, die Teile umzubauen. Ja, zum Lader, hat der gelitten oder? Habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt gucke ich erstmal, ob er optisch schon mal geschliffen hatte. Das hat er nicht. Machen wir eben schon mal das HF-Teil raus. Weil das fahren wir weiter auf dem anderen Turbo. Mhm. So. Nee, der ist so gut wie neu. Geil. So gut wie. Sehr cool. Weil neu kannst du ja nicht sagen, ne? Ist ja schon mal gefahren. Aber so. Hat kein bisschen Spiel, nix? Nein. Das liegt mit an der Abstimmung von MTR. Ja. Ne? Wahrscheinlich. Ja, ich laufe hier die ganze Zeit. Was hast denn du hier? Alter, was hast denn du hier gekleckert? Ja, dein Wagen blutet. Ja. So. Da er. Hast du gerade meinen neuen Turbolader draufgeschmissen? Den habe ich ganz locker hingelegt. Mhm. Ich schwöre. So. Der hat schon 5 Kilometer gesehen, weil Philipp da mit seinem Finger schon rumgerührt hat. Oh Mann. Und das ohne Öldruck. Was hast du da so gemacht? Wichtig ist, ihr dürft den Gummiring nicht vergessen. Sonst ist das ganze System undicht. Und dadurch geht sofort euer Laderfritte und wenn ihr Pech habt, sogar euren Motor. Oh. Dann macht das mal bei mir bitte ordentlich. Ja, okay, ausnahmsweise. So. Dann kommt das schöne HF-Series-Teil durch. Ja, dann nehmen wir jetzt wieder von HG Motorsport, ne? Genau. Also bei diesen, falls ihr mal irgendwo einen Upgrade-Turbolader euch holt, von welcher Firma auch immer, TTE oder sonstige andere Anbieter, ihr müsst darauf achten, es gibt verschiedene Versionen der Westgate-Ansteuerung. Da müsst ihr einmal euren Motor vergleichen. Falls es nicht derselbe Motor ist, müsst ihr unbedingt euren alten benutzen. Ja, hier hatte mich TTE gefragt, ob das ein Facelift oder ein Vor-Facelift-Modell ist. Weil je nachdem sitzt dann dieses Ding hier, glaube ich, andersrum, ne? Irgendwie. Nee, es sitzt nicht andersrum, es ist ein ganz anderer Stellmotor. Ah, okay, dann halt so. Dann habe ich falsch zugehört. So, und falls ihr den umbaut, unbedingt die Gewindegänge sich merken, wie viel Vorspannung das Westgate hatte. Und dann ist es getauscht einfach. Aber das sind Sachen, unbedingt drauf gucken. Weil danach habt ihr einen Fehler. Und da nachher dran rumzufummeln und den Turbolader wieder auszubauen für umsonst, das ist auch. Naja, aber du hast das Ding in einer halben Stunde ausgebaut. Kann man mal eben schnell machen. Ja, reingeht schneller. Reingeht noch schneller? Weil man zankt sich ja immer so ein bisschen mit den Kühlwasserschläuchen und mit den die Anschlüsse am Turbolader, die Gummis, weil sie halt da schon gesessen haben und noch nicht einer sie los hatte. Beim Losmachen brauchst du immer ein bisschen mehr Zeit als beim wieder reinstecken. Ne? Mhm. Hast du mir war doch so, ne? Guten Tag. Hallo. Das ist Eigentum. Nein. Ja, ich bin am überlegen, ob ich dich anstelle. Bei mir fürs Autoschrauben. Aber ich kann sie nicht bezahlen. In einer halben Stunde hier einen Lader ausbauen, ist doch. Kannst du mir. So, dann. Auch immer wieder wichtig. Neue Dichtung verwenden. Einmal die Abgas-Kummerdichtung und die zum Hosenrollen. Der Flammenring. Was für ein Material ist das? Das ist ganz normal Blech. Okay. Metallblech natürlich, ne? Mit was? Metallblech. So, und den Ring auf der Seite vom Hosenrohr. Ihr könnt den alten zwar da rausbrokeln, aber der hatte schon eine Vorspannung. Und ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall nicht dicht wird. So, der kommt dann einfach hier rein. Und hier die neue Dichtung kommt einfach hier hinten drauf. Und dazu sollte man erst die alte abnehmen. Du sagtest, wir müssen jetzt noch was an den Kerzen machen. Warum? Ja. Und was für Kerzen habe ich vorher gefahren? Du hast vorher schon von uns gute bekommen. NGK Inridium, das sind die Competition-Kerzen mit einem 9er-Wert. Die sind an sich nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Sie sind schon sehr gut. Aber die TTS, aus dem aktuellen TTS, die Dazer-Zündkerzen,
sind im Moment eigentlich das Beste, was es so gibt. Okay. Und haltbarste, das ist das Wichtige daran, weil diese hier reagieren sehr, sehr schlecht auf viele Kaltstarts. Das kann dann schon mal sein, dass sie anfängt auszusetzen und das wollen wir überhaupt nicht. Mhm. So, die Kerze. Aussetzen heißt? Dass er einfach Missfire, also dass er einfach mal nicht mitzündet oder sowas. Okay. Ne? Mhm. So, kann dadurch irgendwas kaputt gehen? Ja. Prinzipiell, wenn du lang genug in dem Bereich fährst, ja. Okay. Dann kann der Zylinder auswaschen, weil er den Sprit nicht verbrennt. Mhm. Irgendwann merkt dieser Motor, also diese Steuerung ist schon so schlau, dass sie eine Zylinderabschaltung dann macht ab so viel gezählten Aussetzer. Ah, okay. Ne? Dann spritzt sie nicht mehr ein. Zündaussetzer heißt das? Genau. Habe ich nicht eine einzige. Ich habe das Vektordatendisplay, genau, was ich verbaut habe, das zeigt mir das an und da ist immer bei Null. Immer. Das ist gut. Dazu kommt noch, dass du die jetzt schon ja, so knappe 15.000, 18.000 drin hast, bist du jetzt gefahren. Und die Wechsel in der Wanne liegt bei denen immer so zwischen 10 und 15. Ah, okay. Ne? Dazu kommt es und jetzt bauen wir auf die Kerze um, wo wir sagen können, die haben wir zu 100% getestet. Die fahren wir auch in den Dazer-Motoren, wenn wir da um die 900 PS fahren. Ne? Ja, okay. In der Zwischenzeit, erstmal ist alles fest. In der Zwischenzeit haben wir gerade noch schnell ein Video gedreht über Spritversorgung, sage ich jetzt mal, kann man so im groben Ganzen sagen. Das seht ihr auf dem Kanal von SHR. Ich verlinke das mal hier oben und unten in der Videobeschreibung findet ihr das auch. Da müsst ihr quasi, also das Video müsst ihr euch nach diesem Video hier dann einmal reinziehen, damit ihr ja quasi auf dem, also wenn ihr das wollt, auf dem aktuellen Stand seid. Alles fest? Alles fest, alles gut. Wir wollten jetzt eigentlich mal starten. Okay. Asmir? Amte deines Weiles. Nee, Weile deines Amtes, so rum. Ich musste gerade auch nachdenken, wie das nochmal hieß. Ob das jetzt richtig war. Laufen tut er schon mal. Laufen tut er schon mal. Hört sich aber immer noch nicht an wie ein 15er. Wir haben was falsch gemacht. Scheiße, ich habe einen Zylinder abgesägt. Nein, Quatsch. Ja, das ist ja immerhin deine Entscheidung, ne? Ja, ich weiß. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal, bauen den Rest zusammen, spritzen einmal überall das Kühlwasser, was beim Turboladertausch daneben gefallen ist, gelaufen ist, spritzen das einmal ab und dann geht er mehr oder weniger zum Abschwimmen. Sehr gut. Achso, dann danke auf jeden Fall an euch beiden, dass ihr das ja, so schnell gemacht habt. Ja, dann danke fürs Zugucken. Der nächste oder das nächste Video wird dann vom Prüfstand sein. Da gucken wir mal, ob der Motor es überlebt. Das weiß man nicht. Kann sein, dass ich den Jungs sage, bitte einmal Volldampf und wir sprengen die Bude. Das seht ihr aber im Video, was jetzt demnächst wieder dann auf meinem Kanal halt kommt. Wie gesagt, danke fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren, liken, Daumen nach oben, würde mich auch freuen. So ein bisschen Support für den YouTube-Kanal. Da soll es jetzt auch wieder weitergehen mit dem Auto. Ich hatte halt eine kleine Pause eingelegt. Die ist jetzt aber vorbei. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Worship. 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 Oh my, oh my, oh my, oh my goddess. Yeah, she the hottest, that's plain and simple. I bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up, yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple.